So, meine Lieben, Sie sehen mich gerade ein bisschen betroffen, weil ich hatte gerade eine sehr intensive Therapiestunde mit einer ganz lieben Patientin, die mit mir ihre Kindheit aufarbeiten wollte. Und das sind natürlich immer sehr wichtige und intensive Stunden. Und dafür bin ich sehr offen, aber dann gerne oder mit dem Fokus, dass wir dann auch schnell in die Gegenwart kommen und die Vergangenheit irgendwann mal abschließen. Besonders dann ist das wichtig, wenn es ein Tabu gibt. Und in dem Fall war eben das ein ganz ein großes Tabu, weil darüber in dieser Familie nie geredet wurde. Und das war eben eine ganz tragische Situation von einer sehr schlechten Ehe der Eltern und die Patientin eben als Einzelkind war da und dann sagt, es ist ja tragisch, eigentlich war ich der Grund, dass die zwei zusammengeblieben sind. Die haben sich überhaupt nicht verstanden, haben sozusagen zwei Einzelleben geführt und haben gestritten und sich auch körperlich wehgetan und sind dann auch beide irgendwie in die Verzweiflung geraten. Also ganz eine tragische Geschichte. Aber dann kam es eben zu diesem Satz, der so berührend war, dass sie gesagt hat, eigentlich bin ich schuld an dem Unglück der Eltern, weil wegen mir sind sie zusammengeblieben. Dann haben wir lang geschwiegen, weil ich will das jetzt auch nicht bagatellisieren. Das muss man auf jeden Fall mal sehr ernst nehmen, dieses schreckliche Gefühl, das da ist. Und das ist eben ein Bauchgefühl, dieses Schuldgefühl, das ist ein Bauchgefühl. Und dort habe ich es dann eben therapeutisch hingetan. Das ist jetzt ein Gefühl, das Sie haben. Und was sagt jetzt Ihr Kopf? Ist das so? Und dann haben wir eben erarbeitet, dass Sie natürlich keine Schuld haben kann. Also es ist ja eh vom Denken her ist es so klar, dass man da leicht zu schnell sein kann in der Therapie. Aber der Bauch bewegt sich sehr langsam in diesem Bereich. Aber es ist wichtig, dass das Bauchgefühl zwar da ist, ein Schuldgefühl ist ein Bauchgefühl. Aber dass man dann eben mit dem Kopf prüft und so lange prüft, bis man das dann klar hat. Ne? Patientin wird noch brauchen, weil sie eben sagt, sie hat seither eigentlich immer das Gefühl, dass sie fehl am Platz ist. Also jetzt nicht nur in ihrer Vergangenheit, sondern eben auch in ihrer Gegenwart. Am Beruf, im Beruf oder in der Partnerschaft, in ihrer eigenen Familie. Dieses Gefühl, weil sie eben die ganze Kindheit hindurch so eigentlich emotional vernachlässigt wurde, weil die Mutter war mit sich beschäftigt, der Vater war mit sich beschäftigt. Ein drückendes Unglück. Und es gab gut in der Verwandtschaft einen Onkel, der sich ein bisschen angenommen hat, diesem Mädchen. Der hatte aber selber eine Familie und das war dann schwierig, auch mit anderer Geschichte. Aber jedenfalls war dieses Mädchen alleine. Eigentlich eine ganze Kindheit alleine und sie hat sich immer alleine gefühlt und eben fehl am Platz. Und dieses Gefühl ist tief drinnen in ihr und alles wurde tabuisiert. Das bedeutet, die ist bis heute mit ihren Eltern in Kontakt, aber das wurde nie angesprochen. Die Eltern haben das nie, also ich meine, die Eltern haben ja sicherlich bemerkt, dass das Mädchen leidet und ständig hang die Scheidung im Raum. Und logischerweise, wie alle Kinder wollte, hatte sie große Angst davor, dass sich die Eltern scheiden lassen und letztlich der Vater dann das nicht durchgezogen, weil er eben Angst hatte, dass die Tochter der Mutter zugesprochen wird. Und da war er überzeugt davon, dass das dem Mädchen nicht gut tut. Wahrscheinlich war das auch eine richtige Einschätzung. Ja.
schwer zu sagen, aber jedenfalls die Therapie bei sowas ist, es ist schon einmal gut, wenn sowas nach Jahrzehnten an die frische Luft kommt. Deswegen ist es gut, das mal auszusprechen und auch einmal dem einen Raum zu geben und eben frische Luft durchwehen zu lassen. Und dadurch, dass sie das alles in Sprache bringt, und sie hat mir dann viele schreckliche Situationen erzählt, die sie so als Bild im Kopf hat und die sie eigentlich nie mit jemandem geteilt hat, wieder mit ihrem Mann und schon gar nicht mit ihren eigenen Kindern und auch mit sonst niemandem, aber sie konnte es auch nicht mit den Eltern durchsprechen, sodass das eigentlich in ihr unausgesprochen eine Wunde war, sozusagen ein Abszess, also ein Eiterherd, abgeschlossen, also wie ein Abszess im medizinischen Sinn, abgeschlossen in ein Eiter und hat wehgetan und gedrückt. Und jetzt ist das mal rausgekommen, das war schon sehr schmerzhaft, sie hat viel geweint, sie hat sich auch geschämt mir gegenüber. Interessant, das ist also, wir haben hier ein Schuldgefühl und ein Schamgefühl. Auch das Schamgefühl besteht natürlich vollkommen zu Unrecht in einem Psychiater. Abgesehen davon, dass man sich von niemandem für sowas schämen muss, aber der Psychiater ist ja auch dafür da. Ne? Aber das ist auch logisch, dass es diese Gefühle gibt. Wichtig ist nur, dass man sie eben mit dem Kopf rational, also reflektiert und dann eben entsprechend beurteilt und damit auch einordnet. Ja, wir machen da weiter. Sowas hat eine sehr gute Prognose. Natürlich kann man nicht die Kindheit ändern, aber man kann einen Frieden herstellen. Dadurch, dass sie es ausspricht, kann sie es irgendwann einmal besser einordnen. Ich sage das meinen Patienten immer, ich habe da so Bücherregale und ich sage, wir sprechen das alles aus, wir breiten das auf den Tisch aus, aber dann am Ende ordnen wir es in einem von diesen Bücherregalkasten ein und dann hat das eben einen Anfang und ein Ende und das war das Kapitel Kindheit, aber betrifft nicht mehr das ganze Leben. Das hat ihr sehr geholfen. Das ist dann auch der Sinn, das auszusprechen, weil manchmal suhlt man sich im Leiden, im vergangenen Leiden und gibt dann aber in eine Opferrolle und versucht dann die ganze Gegenwart mit der Kindheit zu erklären. Dafür bin ich, das finde ich, das ist nicht gut, weil es dem Menschen die Freiheit nimmt. Aber diese Frau, das weiß ich, will die Freiheit haben und wird die Freiheit haben, dass sie diese Kindheit betrachtet, sie von allen Seiten versucht zu begreifen, um dann auch zu verzeihen, das ist, sie möchte verzeihen. Und verzeihen heißt nicht zu tun, als wäre nichts passiert. Um dann in Frieden weiterleben zu können, weil ihre Eltern ja noch leben. Aber anders gesprochen für die Eltern, es ist wichtig, dass sie sich wirklich anstrengen, eine gute Ehe zu führen. Eben, es ist wichtig für die Kinder, auch für sie selber. Sie werden entweder gemeinsam glücklich oder gemeinsam unglücklich. Aber sie schenken ihren Kindern sehr viel, wenn sie respektvoll und liebevoll miteinander umgehen. Das ist eigentlich das größte Glück eines Kindes. Das größte Glück eines Kindes ist nicht, von den Eltern wertgeschätzt zu werden, sondern zu sehen, wie sehr sich Papa und Mama gerne haben, wie sehr die eine Einheit sind. Und dann kuschelt sich das Kind gerne eben mitten in die Einheit hinein. Wir haben in der Zwischenzeit 5 Kinder und es ist immer wieder lustig, dass sich die kleinen Kinder in die Umarmung der Eltern hineinzwängen. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Herzliche Grüße, ihr Raphael Bonelli.